Hallo zusammen. Ich möchte euch jetzt noch einmal zeigen, wie du Winkel konstruieren kannst, ohne Verwendung des Winkelmessers, nur mit Lineal und Zirkel. Wir haben den Winkel 195 Grad zu konstruieren. Das ist ein Winkel, der über 180 Grad geht. Wir wissen, für die Konstruktion brauchen wir immer einen 60 Grad Winkel als Basis, als Grundkonstruktion. Wenn wir über 180 Grad hinausgehen, dann konstruieren wir zuerst 180 Grad und dann die 60 Grad dazu. Die 180 Grad sind ein Strich in der Mitte halbiert. Hier ist der Scheitel und wir sind mit 180 Grad schon wieder fertig. Die sind hier heroben. Und jetzt beginnen wir mit der Konstruktion 60 Grad, die wir normalerweise ja rechts oben anfangen, für alle Winkel, die unter 180 Grad zu konstruieren sind. Wenn wir über 180 Grad konstruieren, konstruieren wir ab 180 weiter. Die 60. Wie geht's? Wir stechen in S ein. Gehen fast bis zum Ende, nicht ganz, dass wir eine Überlappung haben und schlagen aber den Bogen bei 180 bitte ab. Das ist dieser Bogen hier. Lassen den Zirkel unverändert, stechen hier ein und schlagen noch einmal gegen. Jetzt können wir schließen. Was haben wir konstruiert? Wir haben exakt 60 Grad konstruiert. Einen 60 Grad Winkel zu den 180 dazu. Also insgesamt 240. Da sind wir noch weit entfernt von den 195. Mit Hilfe der Winkelsymmetralen können wir uns aber unserem Winkel annähern. Wir halbieren die 60 Grad. Halbiert haben wir 30 Grad durch die Winkelsymmetrale. Das heißt, wir stechen, ich zeige euch das noch einmal genau wo, wir stechen hier ein und wir stechen hier ein und konstruieren die Winkelsymmetrale. Das geht folgendermaßen: einstechen bei 180 und hier abschlagen. Im Zirkel den Abstand lassen, den Radius unten einstechen. Und hier gegen abschlagen. Dann haben wir die Winkelsymmetrale konstruiert. Wir können schließen. Winkelsymmetrale, das heißt, wir haben die 60 Grad halbiert in 30 und 30 Grad. 30 hier und 30 hier. Also haben wir zu 180 30 dazugegeben, sind wir schon bei 210. Und jetzt halbieren wir hier noch einmal von 180 und 210. Das sind 30 Grad. Wenn wir die 30 Grad halbieren, konstruieren wir 15 Grad. Das heißt, wir stechen hier ein. Schlagen einmal ab, stechen oben ein und schlagen ein zweites Mal ab. Wir konstruieren wieder eine Winkelsymmetrale, können wieder schließen und haben jetzt den 30 Grad Winkel halbiert mit der Winkelsymmetrale. Wir haben 30 Grad halbiert. Erhalten hier also 15 Grad. Hier sind auch 15 Grad und hier wären wieder die 30. 180 plus 15 ergibt 195 Grad. Das heißt, wir sind hier genau richtig und sind fertig. Machen wir den Winkelbogen mit dem Zirkel. Das schaut schöner aus. Ich mache das oft freihand, ich weiß eh. Aber mit dem Zirkel schaut das schöner aus. Das heißt, wir machen uns den Winkelbogen dorthin, wo wir ihn brauchen, bis hierher exakt, von 0 Grad
bis zu 180 plus 15 dazu auf 195. Hier ist der Winkel Alpha und fertig ist die Geschichte. 60 und dann immer wieder teilen in 30, in 15, so lang, bis wir dort sind, wo wir hin müssen. Alles klar?